Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Feudal Forest Village. Ja, wie ihr hier vielleicht schon erkennen könnt, sieht das etwas anders aus als in der letzten Folge. Das liegt daran, dass ich habe eine neue Siedlung angefangen, und zwar deshalb, wie ihr hier sehen könnt, es ist hier einfach viel flacher und geht einfach viel besser zum Bauen. Wir hatten nämlich in der anderen Siedlung immer das Problem, dass wir einfach nirgends bauen konnten, weil einfach viel Hügelland war. Das Problem war, ich dachte, grün ist toll beim Erstellen, aber grün heißt Hügel. Und auf Hügeln kann man so schlecht bauen. Deshalb habe ich jetzt eine neue Karte mal genommen, wo etwas mehr Flachland ist hier. Und wie man hier sieht, funktioniert das Ganze schon deutlich besser. Wir machen eine kleine Stadtführung hier. Also das hatten wir zu Anfang an. Ich habe dann hier einen Fischer gebaut. Habe hier inzwischen einen Garten, der auch schon produziert. Und zwei Felder. Habe hier eine kleine Expansion gemacht. Erstmal hier das Häuschen. Dann habe ich hier eine Sammlerhütte, eine Jägerhütte und einen Förster. Hier habe ich meinen Holzfäller. Hier habe ich noch ein Lagerhaus, dass hier Holz und Brennholz gelagert werden kann. Wenn sie das Brennholz hier lagern würden. Wo auch immer die das Brennholz lagern. Egal. Ja, und hier habe ich noch ein zweites Häuschen und hier wird mal eine Scheune entstehen. Die Apotheke habe ich auch schon gebaut. Ja, die drei Sachen hier, hiermit habe ich mir mal die Punkte markiert, wo später die Minen stehen können. Weil die halt geeignet sind für zum Beispiel hier Steinbruch oder eben hier Eisen oder eben, wo ist Lehm? Eine Lehmmine, genau. Die habe ich einfach mal hingestellt, dass ich weiß später, hier sollte ich nichts drüber bauen, damit ich später die Mine bauen kann, wenn ich das dann möchte. Ja, gut. Wir sind, ich habe genau zum gleich weit gespielt, wie wir in der ersten Insel waren, also auf der ersten Insel. Also Herbstbeginn im zweiten Jahr, aber auch schon 10 Leute. Ja. Dann würde ich mal sagen, lass mir es jetzt losgehen und spielen hier weiter. Ich hoffe, es macht euch nichts aus, aber ich habe gedacht, es macht wenig Sinn, jetzt auf der anderen Karte weiterzuspielen. Ja, und das Ganze von vorne wollte ich euch nicht auch nochmal zeigen. Ich will euch ja dann Fortschritt bieten. Und von daher habe ich es mal bis hierhin gespielt und ja, jetzt schauen wir mal zusammen weiter. Gut. Hier, die Kartoffeln werden abgeerntet, das ist sehr gut. Und auch der Garten. Äpfel, das heißt, Nahrung sollte mal nicht so schlecht passen. Hier habe ich derzeit auch zwei Fischer, weil mein Fisch geht etwas zur Neige. Bin dann auch am Überlegen, hier dann im Winter einen Jäger, ein, zwei Jäger reinzupflanzen, damit wir auch ein bisschen Fleisch kriegen. Ja. Genau, ich muss mal das gerade hier ein bisschen zur Seite nehmen. Jupp. Okay, wow, es ruckelt gerade extrem, merke ich gerade. Auf Max-Geschwindigkeit. Ruckelt es übelst. Stellen wir es mal etwas runter. Jetzt sollte es vielleicht besser sein. Jawohl. Okay, okay. Gut, was machen wir? Was machen wir? Was ich unbedingt in nächster Zeit probiere hinzukriegen, ab dem zweiten, dritten Jahr, soweit habe ich mich jetzt informiert, wird irgendwann Krankheit ein Problem und da brauchen wir ein Hospital. Das Problem ist, das Ding braucht übelst viel Zeugs. Außerdem braucht es Lehm, das heißt, wir müssen zuerst Lehm abbauen, das heißt nochmal 340 Holz, das heißt allein 1000 Holz brauchen wir für das. Das ist ein bisschen viel. Von daher, ja, würde ich mal sagen, wir konzentrieren uns darauf, ein bisschen Holz zu kriegen. Im Winter werde ich dann mit meinem Bauern, der ist fertig, okay. Können wir den hier abziehen? Werde ich dann mit meinen Bauern mit... Ah, der hat die ganzen Äpfel schon gesammelt. Okay. Werde ich dann mit meinen Bauern Ressourcenfarmen gehen. Das ist die Idee. Und zwar, ich schaue nochmal hier.
In dem Gebiet hier können wir immer alles abbauen. Ja. Ja, Steinholz und so weiter. Okay, wir haben 3 freie Bürger, die sollten sammeln. Wir haben einen Bauarbeiter, den brauchen wir derzeit eigentlich auch nicht. So, kann der bitte die Äpfel fertig sammeln? Oder pflanzt der schon wieder neu an? Das ist auch möglich. Der ist auf jeden Fall noch am Abernten. Das ist gut. Apotheke brauchen wir nicht starten, solange noch nichts läuft. 4 Untätige. Ich bin am Überlegen. Das mit Nahrung wird knapp werden. Ich werde hier mal auf jeden Fall einen Jäger mal reinpflanzen. Ich habe jetzt schon einiges mehr Leute, brauche auch mehr an Zeugs. Auf jeden Fall brauche ich ein weiteres Feld. Das mal definitiv. Nächstes Jahr ein weiteres Feldchen. Vielleicht nochmal so einen Garten, aber der braucht halt etwas. Vielleicht machen wir auch ein Feld und einen Garten. Das wäre eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Hier, der Jäger arbeitet. Hier haben wir Holz. So, was machen unsere Ressourcensammler? Die sammeln wahrscheinlich Stein. Weil Stein hatten wir fast keinen mehr. Stein hatten wir fast keinen mehr. Ich mache das jetzt nochmal anders hier. Das hat den Grund, dass mein Mikrofon auf der rechten Seite ist und ich ansonsten immer vom Mikrofon wegschaue. Das ist irgendwie dumm. Deshalb machen wir das so, dann kann ich immer rechts hochschauen. Passt auch. Ja, gut, so. Wir sollten mal weiter was bauen. Ich bin auch am Überlegen, noch ein Hütchen zu bauen. Wobei, wir haben eigentlich genug Babys, also mehr Hütchen werden wir uns derzeit nicht leisten können. Wir sollten eher mal Nahrung nachziehen dann. Das heißt, wir bauen auch hier mal schön ein Feldchen hin. Einmal Feld und einmal, würde ich sagen, Äpfel. Hier so ein Feldchen hin. Ich glaube, ich habe jetzt auch langsam durchgeblickt, was die Arbeiteranzahl betrifft. Rechts unten im gelben Text steht ja, wie viele Arbeiter benötigt werden. Links oben steht, wie viele Arbeiter maximal eingesetzt werden können. Das heißt, ab dieser Größe, bis zu dieser Größe kann ich maximal einen Arbeiter reinsetzen. Ab dieser Größe kann ich 2, ich brauche aber eigentlich nur einen. Also man kann da so ein bisschen überlappen. Ich mache jetzt immer so, ich mache 1 weniger als Maximum. Das funktioniert bis jetzt eigentlich ziemlich gut. So, und hier kommt dann die Scheune, dann können die hier auch noch die ganzen Sachen da rein machen. Ne, eins weiter hier. Hier brauchen wir 2, hier bräuchten wir einen. Hier ist es interessanterweise genau verkehrt, das ist komisch. Aber mit dem anderen bin ich eigentlich recht gut gefahren jetzt, hier mit einem Arbeiter benötigt. Würde ich mal sagen, diese Größe ist, hier bräuchte ich auch nur noch einen. Ja, dann würde ich das aber wahrscheinlich so machen. Hier bräuchte ich 2. Ja, dann machen wir das so, das passt doch genau, perfekt. Irgendwo sollte ich dann mal Flachs hinbauen langsam, damit wir dann wieder Kleidung haben für den Winter. Oh, ich hab's verpennt, der ist ja schon lang fertig. Ich könnte die 2, kann ich abziehen. Wie sieht es denn lebensmitteltechnisch aus? Okay, Äpfel ist... Ja, okay. Und Gemüse haben wir noch, Brot. Ja, ein bisschen Fleisch kommt auch rein. Sehr gut. Die 2 Felder hier können eigentlich ruhig mal gebaut werden. Ich würde gerne noch... Doch hier grasen die dann ab. Das ist in Ordnung. Hier habe ich das Lager. Hier die Scheune sollte ich dann auch noch bauen, definitiv. Bevor das dann nächstes Jahr losgeht. Und so langsam, aber sicher. Wie gesagt, wäre es gut, wenn wir langsam die Mats kriegen würden. Um das Hospital dann irgendwann zu bauen.
Ja. Aber dazu brauchen wir mehr Holz. Das heißt, ich gehe mal wieder Ressourcen. Holz. Schauen wir mal, haben wir hier noch? Hier ist noch ein bisschen was, aber nicht viel. Ja, hier wäre natürlich noch Holz. Ich glaube, ich werde das auch mal abgrasen. Holz hier. Das ist auch nicht allzu weit weg. Doch, das Lager ist hier, also besser wäre es, wenn wir hier irgendwie noch Holz abgrasen würden. Sehr gut. Okay, wir haben 5 Leute übrig. Ja, ich befürchte, ich brauche hier einen zweiten inzwischen. Ansonsten geht uns das Brennholz aus. Da wir keine Kleidung haben, das ist ein Problem. Ich würde jetzt aber erst auf das Hospital gehen, weil wenn unsere Leute krank sind, arbeiten sie ineffizienter. Und das ist gar nicht gut. Das sollten wir nach Möglichkeit dann vermeiden. Ich mach mal Full Speed. Jetzt scheint es gerade zu laufen. Okay, die 2 Fältchen hier. Ah, ich sollte einen Bauarbeiter einstellen, ansonsten wird das nichts mit den Feldern. Definitiv nichts. Okay, Fisch ist in Ordnung, das wird verbraucht, das ist gut. Fleisch kommt auch ein bisschen rein. Alter, futtern die. Ganz übel. Von daher passt, dass wir einen zweiten Garten. Jo. Vielleicht stelle ich auch noch für den nächsten. Ich sollte ja noch ein paar Leute kriegen, noch eine Flachsfarm ein. Her. Damit wir da auch mal was kriegen. Das könnte ich eigentlich noch mal machen. Noch so ein Farmchen hier. Farm. Die würde ich dann hier hinstellen. Ah, geht nicht, weil hier ist die Mine im Weg und so geht's auch nicht. Schade. Oh na, hier, ja, dann lasse ich mal die 2 Felder hier schnell bauen. Könnte ich hier hinten eins hinbauen? Das wäre gut, hier wäre ein Kleid. Ja, das wäre gar nicht blöd. Hier hinter ein Fältchen. Oh, das sollte gehen. Kann sie nicht bauen. Okay. Hier bräuchte ich 2. Was ist denn hier im Weg? Ich weiß es nicht. Könnt ihr ein bisschen einebnen? Wieso? Jo, macht das mal etwas gerade. So vielleicht. Dann geht das etwa möglicherweise geht das dann. So, hier haben wir dann Felder. Sehr gut. Hier ist ein Brunnen. Hier dann vielleicht nochmal ein Brunnen. Die Scheune sollte dann auf den nächsten Frühling auch fertig werden. Damit die nicht so weit laufen müssen hier. Hier haben wir das Haus. Da können die dann... Das passt auch. Hier haben wir auch noch ein Haus. Ist auch gut. Okay, Nahrung sieht in Ordnung noch aus. Das geht uns zwar zur Neige, aber wir haben ja hier noch Gemüse und Fisch etwas. Fleisch ist auch nebenbei am Start. Oh, das ist gut. Machen meine Leute eigentlich Ressourcen sammeln? Ja, es geht so. 500 Holz ist okay. Was baut der gerade? Baut der das hier? Werkzeugreserve niedrig, ja. Werkzeuge wird dann auch was. Dazu brauchen wir dann eine Schreinerei. Eine Schreinerei war irgendwo hier. Ja, die ist eh nicht mal so teuer. Die können wir dann eigentlich jederzeit mal aufstellen. Die geht noch. Okay, unsere Ressourcen wachsen. Oh, und unser Brennholz geht ziemlich nach unten. Ich glaube, ich brauche da noch ein. Ja, und das mit dem Flachs sollten wir definitiv mal anfangen.
Weil eine Schneiderei. Was kostet eine Schneiderei? Ja, ist auch noch machbar. Ist auch noch machbar. Da brauchen wir nämlich weniger Holz und weniger Brennholz und so weiter. Das macht dann definitiv Sinn. So, ich lasse mal weiterlaufen. Ich stelle mal hier ein Feldchen mit Flachs hin, nach Möglichkeit. Hier. Ja, jetzt geht's auch. Hier bis Max und einen weniger. Ja, mindestens einen weniger, weil der hat weit zu laufen. Ja, so wahrscheinlich. Ist schon in Ordnung. Gut, hier haben wir einen Garten. Hier bauen wir dann wieder Kartoffeln an. Hafergras ist, ja, Kartoffeln würde ich sagen. Okay. Very good. Ah, ich brauche hier definitiv, ja, einen dritten haben wir eingestellt, passt. Und das zehrt schon wieder an unseren Holzreserven. Wir müssen mehr Holz sammeln. Ups, hier wollte ich eigentlich nicht. Ich will eher hier. Holz. Holz, Holz, Holz. Und dann hier so. Ja. Gut, gut, das Brennholz darf uns auf keinen Fall ausgehen. Das wäre fatal. Bin auch am Überlegen, ob wir eventuell Kohle herstellen sollen. Kohle ist ja auch ein Brennmaterial. Ich glaube, Kohle ist sogar... effizienter, nehme ich mal an. Aber momentan habe ich die Personen, glaube ich, nicht dafür. So, hier dann auch Äpfel. Nächsten Sommer. Und hier dann Flachs. Okay, dazu brauchen wir ganz schön viele Leute. Ja, der Winter endet bald. Sehr gut. Ja, unsere Nahrung geht auch langsam runter. Das brauchen wir auf jeden Fall, die zwei Felder zusätzlich. Vor Frühling. Jawohl, sobald wir 0 Grad erreichen, können wir dann auch hier die Felder wieder bestücken. Gut, gut. So. Ja, Brennholz ging jetzt gerade so, war knapp, aber ging noch. Oh, ich sollte vielleicht hier nicht das ganze Holz, das ist ganz schlecht. Das sollte ich nicht tun. Hier bitte das abbrechen. Du kannst hier gerne Steine sammeln, kannst hier gerne Eisen sammeln und Heu. Aber bitte kein Holz. Hier will ich den Wald erhalten. Okay. Wir haben 0 Grad, also geht's los. Einen wollen wir hier haben. Einen wollen wir hier haben. Einen. Ne? Okay, wir haben keine mehr. La 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 la. Brauchen wir noch einen Bauarbeiter? Ich glaube nicht derzeit. Dann einen hier. 1, 2, 3. Und ja, eigentlich noch 3. Lol, so viele habe ich nicht. Ja, wir können aber jetzt definitiv mal hier... Ich würde jetzt hier mal einen abziehen. Und den noch in das Feld hier erstmal stecken. Weil das braucht längere Zeit, bis das überhaupt anläuft. Ich lasse mal laufen auf langsamer. Ah, hier sollten wir vielleicht noch Kartoffeln auswählen. Okay.
Ja, dann Flachs schlussendlich. Aber das macht mal Pause. Ja, die zwei Fischer brauchen wir, wenn wir Fisch haben wollen. Ich glaube, ich ziehe ich mal noch den Jäger ab. Ich glaube, ich ziehe mal noch den Jäger. Und ja, die Scheune hier müssen wir auch jetzt bauen dann. Bauen wir hier einen. Oh Mann. Zieh mal den Jäger ab und hau den hier rein. Ach, die Minus gerade immer noch. Jetzt aber. Okay, jetzt haben wir einen mehr. Sehr gut. Das heißt, wir haben noch einen übrig. Den würde ich dann mal hier Flachs, damit wir den Winter nicht so frieren. Und definitiv einer sollte noch auf Nahrung dann. Aber die zwei Fischer sollte ich definitiv behalten. Mir geht die Nahrung aus. Ich hole hier mal einen weg. Ja, aber die brauche ich auch. Ich probiere es mal mit einem. Ja, das ist halt... Nee, das ist mir zu riskant, wenn ich kein Brennmaterial mehr habe. Aber mir geht die Nahrung aus, das heißt, ich brauche jetzt definitiv mal noch einen Sammler dann. Setze mal einen Sammler anstatt einem Fischer. Ich muss hoffen, dass die bald größer werden. Ansonsten wird das schwierig. Ja, aber für diese Folge soll es das wieder gewesen sein. Ich mache jetzt trotzdem wieder Abmoderation, weil mir das Spiel immer irgendwie so alle 20 Minuten, alle 30 Minuten abkackt. Von daher mache ich immer einen kleinen Cut und ja, dann geht es nachher weiter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer liken, subscriben, abonnieren und kommentieren. Bis zum nächsten Mal und tschüss.